Im Himmel! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Galitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Divisch zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Skalitz. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Skalitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Skalitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und
Bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Ist das dein Ernst? Ich Hunger. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu. Ich höre, bist du aus Skalitz? Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Es war ein Tag wie jeder andere. Aber plötzlich sah ich dichte Rauchschwaden über Raufna aufsteigen. Und dann kam Sigismunds Armee aus dieser Richtung. Ich glaube, der Befehl zum Angriff kam noch bevor Alarm geschlagen wurde. Gott schütze uns. Wir flohen alle zur Burg, doch sie waren zu schnell. Sie metzelten die Leute nieder und steckten die Häuser in Brand. Ich schaffte es gerade noch. Aber meine Eltern, sie töteten meine Eltern. Gott segne dich, Junge. Das tut mir wirklich leid. Was zum Teufel? Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat.
Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Hab ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Wie ich höre, bist du aus... Pass etwas besser... Verzeih, aber ich möchte nicht darüber sprechen. Verstehe. Es muss schrecklich gewesen sein. Vergiss es, ruh dich lieber aus. Verschwende, du gehörst hier nicht her. Brauchst du irgendetwas? Ist da jemand? Hey, ist da jemand? Etwas zu essen. Babe, hab mich wegen der Katze verrückt gemacht. Thank you.
bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht... Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Das Burgtor stand offen. Die Glocken und Hörner schlugen Alarm und die Dorfbewohner rannten zur Burg, um Schutz zu suchen. Sie nahmen nur mit, was sie in der Eile greifen konnten. Sie hatten furchtbare Angst. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie entsetzlich es war. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Noch war ich nicht in Sicherheit. Die Kumanen zogen von Haus zu Haus, plündernd und brandschatzend. Sie umstellten die Burg und hätten mich jeden Augenblick entdecken können. Möge Gott sie bestrafen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden. Sie schänden war. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert. Und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen.
Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Heinrich, wach auf!
Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Was zu essen. Könnten Happen vertragen. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Besser würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg fahren. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingelöst. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel. Denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer. Zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast ja auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben.
Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlet's. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg ist nach Rathay nicht mehr rein. Was? Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Mach's gut. Warum stehst du hier mit deiner Waffe?